Beton für große Ideen. Oskar Niemeyer, einer der berühmtesten Architekten der Moderne, hat mit einer Kugel aus Beton und Glas ein atemberaubendes Vermächtnis in Leipzig hinterlassen. Mit der Oskar Niemeyer Sphäre wurde auf dem Technisphäre-Firmengelände ein Stück Baukultur geschaffen. Viele sagen, dass in Leipzig ein riesiger Golfball oder gar ein Planet gelandet sei. Doch in Wahrheit ist ja ein Kunstwerk der Architektur und ein Meisterwerk der Bauausführung gelungen. Mit einer Hülle aus weißem Beton und 147 dreieckigen Scheiben aus Flüssigkristallglas ist dieses Bauwerk an die Grenze der Machbarkeit gegangen. Das Überraschende ist die industrielle Umgebung, die auf den ersten Blick so gar nichts mit der Kugel zu tun hat. Technisphäre ist ein Hersteller von Straßenbahnen, außerdem als Firma Heiterblick im Markt unterwegs. Und Kirov, zweite Firma am Standort, produziert Eisenbahnkrane und Transporter für die Stahlindustrie. Also eine Branche, die scheinbar recht wenig mit ausgefallener Architektur und optischer Poesie zu tun hat. Doch hinter dem neuen Gebäude versteckt sich ein völlig neuer Gedanke. Also wir hatten schon lange Jahre vorher diesen sehr guten Koch, der die Kantine betrieb, und mir war immer klar, dass er einen Raum braucht, in dem er Events machen kann, so auch als zweite Einkunftsquelle. Und auch, dass er eben da etwas raffiniertere Speisen anrichten kann als in der Kantine. Und der ganze Standort einfach attraktiv ist, dass wir Besucher bekommen. Und ich glaube, dass nur offene Firmen eine Zukunft haben. Und wie anders kann man das machen als mit gutem Essen? Kantinenkoch war jetzt nicht mein ganz großes Ziel. Und irgendwann merkte der Herr König, dass ich schon andere Wege suche, und meinte, wir sollten ein anderes Projekt angehen. Ja, wie bekannt ist, er hat den Brief an Oskar Niemeyer geschrieben. Und nach intensiven Gesprächen in Brasilien, die Herr König hatte, hat er mich gefragt, ob ich bereit wäre, das mit zu verwirklichen. Und er würde es umsetzen, wenn ich sage, ich bleibe noch 10 Jahre. Und das haben wir damals per Handschlag getan. Doch bevor dieses Kunstwerk tatsächlich gebaut wurde, gab es so viele Ereignisse, die man durchaus als Schicksal bezeichnen darf. Als Ludwig Köhne 2007 zum Geschäftstermin in Rio einen freien Verhandlungstag nutzte, um sich Brasilia genauer anzuschauen, entstand seine Faszination für die Oskar Niemeyer Architektur. Oskar Niemeyer entwarf zahlreiche Gebäude in der brasilianischen Hauptstadt. Er war berühmt für seine futuristischen Gebäude und seine ganz eigene Formensprache. Und danach war ich dermaßen begeistert, dass ich dachte, ich habe dieses Restaurantproblem. Also irgendwas muss da aufs Dach, damit da ein interessanter Raum entsteht. Und 3 Jahre später hatte ich einen Skiunfall. Und die dortige Eigentümerin des Hotels kannte jemand, der in St. Moritz mit Oskar Niemeyer baute. Und sie hat mir da den Kontakt hergestellt und hatte jede Menge Zeit. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht kann man jetzt tatsächlich alles zusammenbringen. Diesen Space, Niemeyer-Architektur mit dem Zugang, der jetzt da ist. Ich habe dann gemeinsam mit Florio Pünter den Brief entworfen und haben wir hingeschickt und einen Termin bekommen. Und so ist das entstanden. Und der Brief machte bei Oskar Niemeyer offensichtlich Eindruck. Vor allem der Zusatz, selbstverständlich genießen sie sämtliche Freiheiten, war wohl auch ein wesentlicher Grund, dass der damals 103-jährige Architekt seinen Zeichenstift zückte und ein erstes Layout skizzierte. Damit ist der Startschuss gefallen. Nun stellte sich die Frage nach der Projektleitung und dem ausführenden Architekten. Am besten beides in einer Person. Der Herr Köhne war anfangs etwas zögerlich mit der Realisierung des Projekts. Also dieses Projekt, das ja eigentlich ein Geschenk ist, aber auch ein Geschenk, das viele Fragen offenlegt. Also zum einen halt Statik, Baukonstruktion, Verglasung, Verschattung und so weiter. Ja, ich war zutiefst geschockt, weil ich dachte, man kann das eigentlich gar nicht so richtig bauen, weil das statisch eine riesen Herausforderung ist. Aber dann haben wir uns gesagt, naja, vielleicht muss man sich der Herausforderung stellen und das Unmögliche möglich machen. Doch im Jahr 2012 starb Oskar Niemeyer, im Alter von 104 Jahren. Der Entwurf
existiert er in Skizzenform, ohne dass jetzt auf Details eingegangen wurde. Also war das eigentlich nur mit dem Jair Balera möglich, der ja seit 1974 mit Niemeyer gearbeitet hatte und seine rechte Hand war. Also er war der Einzige, an dem wir uns richten konnten, um Detaillösungen herbeizuführen. Und damit war das kreative Team gefunden. Es folgten Workshops in Rio, Workshops in Leipzig und es entwickelte sich eine wunderbare Freundschaft, die der Zusammenarbeit zugute kam. Doch die Herausforderungen wurden nicht weniger. 2014 haben wir den Bauantrag eingereicht und dann gab es eben eine lange, lange Ausschreibungsphase. Kommen wir irgendwie in die Nähe des Budgets? Können die Baufirmen das überhaupt? Sind das Firmen, mit denen man vertrauensvoll zusammenarbeiten kann? Das hat auch noch mal ein paar Jahre gedauert. Ja, wir haben einen Versuchsbau gemacht, ein 1:1-Modell des Betons als Ausschnitt der oberen Fassade. Als der Versuch gelungen war, das war 2017, haben wir gesagt, so jetzt trauen wir uns. Im April 2017 erfolgte die Grundsteinlegung und damit der Startschuss der Baustelle für ein spektakuläres Bauwerk. Was heute so leicht und selbstverständlich wirkt, war tatsächlich eine enorme Herausforderung. Gerade im Bereich Statik, Konstruktion und Baustoff. Der Beton musste nicht nur für die notwendige Stabilität sorgen, sondern auch für eine makellose Ästhetik. Im Grunde genommen wollten wir die Kugel erst komplett betonieren. Wir mussten dann aus Gründen des Bauablaufs zuerst die untere Schale komplett betonieren. Dann die obere Zwischendecke, also die Äquatordecke, einbetonieren, damit wir darauf dann wiederum die Schalung stellen konnten, um die obere Kugelschale zu betonieren. Der Schalungsbau, das ist erprobt worden, wie die Schalung beschaffen sein muss, wie die Schalhautoberfläche sein muss. Bewährungsführung sehr relativ dünn, 20 cm, mit extra Rüttelgängen, damit sichergestellt wurde, dass eben der Beton keine Lunker bekommt. In dieser Perfektion, die da geliefert wurde, zum einen dank der Firma Dechanzow gut geworden und zum anderen aber auch aus Möglichkeiten, Schalung aus einem 3D-Modell heraus zu erzeugen. Jair sagt tatsächlich, dass es von der Qualität und Ausführung der beste Niemeyer-Bau ist, an dem er jemals beteiligt war. Da hat er auch im Vorfeld zu mir gesagt, weißt du, ihr in Deutschland, ihr könnt das, glaube ich, besser. Ich mag, dass der Beton so glatt und weiß wie möglich wird. Und der ist auch wirklich beeindruckt von dem Ergebnis. Der gesamte Prozess, den wir mit Ludwig und Harald durchliefen, war vom Entwurf über die Ausarbeitung bis hin zu den Details sehr inspirierend. Wäre Oskar noch am Leben, würde er das genauso empfinden. Da bin ich mir ganz sicher. Seit Juni 2020 steht das Kunstwerk für die Öffentlichkeit bereit. Mit einem glücklichen Koch, einem zufriedenen Bauherrn und einem Architektenteam, das zu Recht mit Stolz auf diese Ausnahmeerscheinung blicken kann. Ich glaube, Oskar Niemeyer hat also in der Formensprache des Betons einen sehr großen Beitrag zur Architektur geleistet. Bei ihm stand nie die Funktion, sondern die Funktion gekoppelt mit der Schönheit eines Gebäudes im Vordergrund. Und ich glaube, das haben wir erreicht. Die Oskar-Niemeyer-Sphäre, das Architektur-Highlight in Leipzig. Thank you.